Marian Griebel, du hast jetzt schon eine Saison auf dem R2 hinter dir und mal eben eigentlich die ganze Division, die Division 5 gewonnen. Du bist als Sieger hervorgegangen. Also für mich hört sich das positiv an. Wie war es denn für dich persönlich dieses ganze Jahr? Ja, die Saison war absolut super. War toll, in so ein professionelles Team aufgenommen zu werden. Die Resultate waren am Anfang vom Jahr schon richtig gut, aber ich denke, wir haben uns auch noch mal weiterentwickelt im Laufe der Saison. Und deswegen bin ich absolut happy und freue mich schon auf nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr ist ein gutes Stichwort, da werdet ihr Zuwachs bekommen. Emil Bergqvist wird nun auch mit dabei sein. Was würdest du ihm persönlich mit auf den Weg geben wollen, wenn man da so neu sozusagen in dieser Klasse unterwegs ist? Na, ich denke auf jeden Fall, dass es eine Riesenchance für ihn ist, auch in dem Team sich dann weiterzuentwickeln und Erfolge einzufahren und dass man halt immer, wenn man gute Leistungen bringt in dem Team, wirklich die Möglichkeit hat, ganz weit zu kommen im Rallye-Sport. Und deswegen sollte er das professionell und mit viel Ehrgeiz angehen, aber ich sehe da keine Probleme bei ihm. Ich danke dir. Dankeschön. Fabian Kreim, versuch mal ein Resümee zu ziehen. Deine erste Saison auf dem Opel Adam R2, wie war die für dich? Ja, wir haben uns am Anfang des Jahres sehr wohl gefühlt. Die ersten beiden Rallyes sind sehr gut verlaufen. Wir hatten dann leider an der dritten Veranstaltung einen Unfall. Der hat uns sehr tief in ein Loch gezogen. Wir haben sehr lange gebraucht, aus dem Loch wieder rauszukommen. Bei der Deutschland-Rallye hat es dann sehr gut funktioniert, da waren wir auf Anhieb wieder schnell. Und jetzt können wir voller Stolz sagen, dass die letzten drei Veranstaltungen sehr gut gelaufen sind. Und jetzt mit dem Saisonabschluss sind wir dann sehr, sehr zufrieden. Was würdest du denn eurem Neuzugang, dem Emil Bergqvist, der ab 2015 sozusagen euer Team bereichert, was würdest du ihm persönlich mit auf den Weg geben wollen? Erstmal muss man sagen, Hut ab von der Leistung, die Emil gezeigt hat. Also absolut Weltklasse, was er gezeigt hat bei uns im ADAC Opel Rally Cup. Mit dieser geringen Erfahrung auf Asphalt war er unheimlich schnell. Er ist ein sehr flotter Junge und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm nächstes Jahr. Und ich glaube, ich muss ihm gar nicht allzu viel mit auf den Weg geben, weil er ist schon sehr, sehr reif, was das antrifft. Ich vermute, er hat auch in irgendeiner Art und Weise schon etwas mehr Erfahrung wie ich. Und ich denke, dass wir nächstes Jahr zusammen ein gutes Team bilden und ich denke, dass wir auch sehr gute Erfolge einfahren werden. ADAC, I think those letters are magic letters for you. First of all, Emil, I am very happy for you. Congratulations, because you are like a double champion. You won the ADAC Opel Adam Rally Cup plus you will attend the R2 team next year. Do you have any words to describe what this feels like? It's hard to find words, but first of all, I'm really happy with the overall victory in the Opel Adam Cup. It has been a great year, some ups and downs, but it ended up well for us. So. And also for this opportunity with the Opel Junior team, it's so cool. That's a dream come true, of course. And we will try to do our best and just work on the parts who are not so strong now, but looking forward to next year. Is there anything specific you learned from this season? Something you weren't so good with, but now you think you have improved? First of all, with the language, it's not. That was a bit of a problem in the beginning, but it's getting better all the time. And also in the first race, it was also the first time on tarmac for me. So I think we improved on that this year. So. And now let's talk a little about next year. What are your expectations? Of course, I'm really looking forward to it and to get used to the team and everyone. And I have now a great feeling. Thank you very much, Emil. And Skull. I think this is all I have to say right now. Yeah, okay. Thank you. Thank you very much.